Herzlich willkommen, Freunde. Ich zeige euch heute ein Spiel, in das ich echt richtig hohe Erwartungen setze, und zwar Cocoon. Wir spielen es auf dem Steam Deck. Und bevor wir loslegen, eine kleine Einführung, was das Spiel sein soll. Und zwar, hier steht von Jeppe Carlsen, dem leitenden Gameplay-Designer von Limbo und Inside. Zwei unfassbar gute Spiele. Cocoon nimmt sie mit auf ein Abenteuer zwischen Welten innerhalb von Welten. Meistere weltumspannende Mechaniken und löse komplizierte Rätsel, um ein kosmisches Geheimnis zu lüften. Es sieht unfassbar gut aus. Ist jetzt frisch auf Steam erschienen. Kostet normalerweise 22,99 bis zum 13. Oktober. Bis dahin wird das Video auch auf jeden Fall online gehen. 20% Rabatt, also für 18,39 Einführungsrabatt. Ich habe es vorhin auf Full HD umgestellt und hab das Spiel jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal gestartet. Und wir laufen rum. Laut Steam-Forum gibt es bisher, oder das Spiel ist jetzt zum Zeitpunkt der Videoaufnahme noch nicht geprüft von Valve. Und der Entwickler sagt auch, dass die davon ausgehen, ein Playable zu bekommen. Warum, weiß ich nicht. Denn bisher sieht das sehr, sehr gut und sehr, sehr spielbar aus. Das Spiel soll aber in den nächsten Wochen definitiv eine Steam Deck-Zertifizierung bekommen. Also da wird auch aktiv dran gearbeitet. Okay, da kommen wir nicht mehr hoch. Wir laufen weiter. Müssen uns sicherlich hier... Okay, ich habe A gedrückt und mit A hat er jetzt mit seinen Flügeln oder was das auch immer ist... Ja, uns einen Weg geschaffen. Grafikstil gefällt mir extrem gut. Erinnert mich sehr an Tunic, hieß das, glaube ich, ne? Auch so ein Zelda-like-Spiel. Ich bin hier definitiv auf die Rätsel gespannt, die wir haben. Okay, wir können diese... Ah, guck mal, wir müssen das Ding ziehen. Okay. Bewertungen im Steam-Forum aktuell 100% positiv. Ein User hat geschrieben, der hat es am Stück durchgespielt, hat knapp über 6 Stunden gebraucht, einfach damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, was euch hier erwartet. Und vor allen Dingen, damit ihr wissen könnt, dass ihr hier auch spielen könnt oder zuschauen könnt und trotzdem noch genug Spiel am Ende überhaupt. Ach, guck mal, da müssen wir hierher gehen. Erinnert mich grafisch, muss ich auch sagen, obwohl es eigentlich was ganz anderes ist, an, hieß das Lara Croft Go oder Tomb Raider Go? Ich weiß nicht, ob es noch jemand kennt, habe ich auf meinem Handy damals gesuchtet, das Spiel. Das fand ich so unfassbar gut. Oh, hier muss ich A gedrückt halten. Okay. Okay, hier kann ich, glaube ich, nichts machen. Es ist alles sehr mystisch, ne? Es gab kein Intro dazu. Wir wissen nicht, wer wir sind, wo wir sind, was wir sind. Wir sehen aus wie so eine kleine Fliege, würde ich sagen. Ach, guck mal, das, das, das. Also bisher drücke ich tatsächlich auch nur... Oh. Also ich nutze nur den Stick zum Bewegen und den A-Knopf, um halt hier meine Flügel auszubreiten. So, was bist du jetzt? Bist du die Mutter der Fliegen oder was bist du? Aktuell frage ich mich auch ganz ehrlich, wieso der Dev davon ausgeht, nur ein Playable zu bekommen, denn bisher läuft es sowas von absolut perfekt. Ihr seht es oben links, 60 Frames, obwohl wir hier in nativem Full HD spielen. Wir gucken noch einmal ganz kurz Einstellungen, Grafiken, nicht, dass ich euch jetzt hier irgendwie was erzähle.
Doch, da seht ihr es. Ja. Was haben wir sonst noch? Tastatur, Controller, da seht ihr es. Bewegen, Aktion, das war's. Mehr haben wir nicht, das ist der Wahnsinn. Okay. Können wir uns schon mal die Credits anschauen, aber die haben wir uns erst verdient, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Wir spielen auf jeden Fall ein bisschen. Ich möchte euch das noch zeigen. Ich weiß selber noch gar nicht so genau, das Spiel einzuschätzen. Denn bisher scheint es ja doch recht linear zu sein. Was in keinster Weise verkehrt ist. Ihr wisst, das sind genau diese Art Spiel, die ich unfassbar liebe. Ich frage mich auch mal, wie man so kreativ sein kann. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Da hätte ich im Leben nicht die Kreativität, mir überhaupt sowas auszudenken. Finde ich richtig gut. Und wer Limbo und Inside nicht gespielt hat, unbedingt spielen. Unbedingt spielen. Das sind mit die besten Spiele überhaupt. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Spiel einfach nur. Brauche doch meine Kugel. Wo ist denn meine Kugel hin? Meine Welt anscheinend, aus der ich gekommen bin. Da oben. Das heißt, die nehmen wir uns jetzt. Kann ich die auch hier drauflegen? Und ich würde sagen, die schmeißen wir jetzt hier oben rein. Zack. Wo kommt sie her? Okay. Okay. Ich verstehe. Das heißt, das ist der erste. Das ist der erste. Das ist der zweite. Das ist der dritte. Okay. Eins, zwei, drei. Machen wir es. Und los geht's. Eins. Zwei. Oh, hängen geblieben. Drei. Ah, guck mal. Und jetzt können wir nämlich hierher gehen und uns die Kugel wieder nehmen. Dadurch bewegt sich das Ding die ganze Zeit. Ach, wir müssen das bestimmt. Okay. Das war relativ easy. Aber hier können wir die Kugel nicht ablegen. Ich muss A gedrückt lassen. Okay, ich habe A gedrückt gelassen, dann ging das auch. Shit, meine Kugel. Das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Ah, ich glaube, ich muss zuhören. Warte mal. Das ist hoch. Okay, ich würde sagen, erst. Eins.
Das ist es auch nicht. Sind das die Zeichen? Das wird ja heißen, wir fangen mit dem zweiten an. 2, 5, 2, 5, 4, 1, 3. 2, 5, 4, 1, 3. 2, 5, 4, 1. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir in dem Spiel sterben können. Denke ich jetzt einfach mal so. Guck mal. Und jetzt müssen wir bestimmt auf der anderen... Ne, da ist nichts. Die Kugel hier hin. Guck mal, okay, das heißt, in der anderen Welt haben wir jetzt hier diese kleine Drohne bekommen, die uns anscheinend die Wege frei macht. Alles klar. So, dass wir jetzt hier wieder zurückgehen können und wahrscheinlich durch das Tor gehen können, oder? Nein. Schade. Jetzt können wir durchs Tor gehen. Ja, also das Spiel hat zumindest bis zum jetzigen, nach der ersten Viertelstunde, definitiv ein verifiziert verdient. Also ich weiß wirklich nicht, was da noch nachgebessert werden muss. Keine Ahnung. Völlig mystisch und ja, man weiß eigentlich gar nicht, was einen so wirklich hier erwartet. Was ich bisher als super positiv... Oh, ...empfinde, ist die Tatsache, dass sich das Spiel völlig super einfach spielen lässt. Und so ein Flow hat, dass ich halt zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl habe, ich hänge jetzt irgendwie fest oder sonst was. Und wenn ich auf die Uhr schaue, finde ich, geht die Zeit bei diesem Spiel super schnell vorbei. Und ich kann mir schon vorstellen, was der eine User gemeint hat. Okay. Dass er das Ding einfach so in 6 Stunden am Stück durchgespielt hat. Also ja, das wäre hier tatsächlich so ein Kandidat. Das könnte ich mir genauso gut vorstellen. So, jetzt sind wir nämlich wieder aus der Welt raus und müssen anscheinend... Das ist doch hier, wo wir gerade waren. Ja klar, hier waren wir gerade und unsere Drohne, die ist schon wieder weg. Thank you.
mal, hier haben wir jetzt einen neuen Ball. Aber was mache ich mit dem Ball? Ich weiß ja noch nicht, ob diese Fliegenkönigin, wer das auch immer ist, gut ist oder nicht. Jetzt hat die mich schon wieder rausgeschmissen, aber ich kann hier doch nichts machen, oder? Pass auf, Freunde, normalerweise mache ich die Videos hier länger. Ne, ihr wisst das, normalerweise gehen die Dinger eine halbe Stunde oder sonst was. Aber ich möchte nicht mehr spoilern von dem Spiel. Weil ich es einfach super spannend finde, diese ganzen Mechaniken gerade selber zu erkunden. Von daher würde ich sagen, wishlist euch das Spiel. Wobei die Frage halt ist, ob der Einführungsrabatt noch groß runtergeht, ne? Also, oder ob ihr in Zukunft einen besseren Rabatt eben als diese 20% erwarten könnt. Eventuell ja. Wie gesagt, dann wishlist euch das Ding. Das ist bis zum 13. Oktober für diese 20% weniger zu bekommen, also für 18,39 €. Der Publisher ist übrigens Annapurna Interactive. Die haben fantastische Spiele gemacht, wie What Remains of Edith Finch, wie Stray, wie Gorogoa und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich tolle Spiele. Wirklich schönes Spiel. Kann ich absolut empfehlen. Läuft, wie gesagt, wie eine 1 auf dem Steam Deck. Vielleicht hat es ja, bis das Video veröffentlicht wurde, dann noch den grünen Haken. Und wenn nicht, kauft es euch trotzdem. Fantastisches Ding. Cocoon. Ich zeig nicht mehr. Ich bin raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.